Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir wollen heute nach Kefalenia reisen, unserer Heimat, die momentan anscheinend von einer Seuche überrannt wird. Mal gucken, ob wir da was tun können gegen. Ich bin echt gespannt. Aber es geht doch auch, oder? Wir können doch da wirklich vorbeigucken, oder? War das nur so gesagt von ihm? Nee, ne? Das war noch ein Schiffswrack. Aber hier ist nirgendwo jetzt irgendwie so eine Mission oder sowas. Ich will da einfach mal hinreisen und mal gucken, ob da irgendwas dann getriggert wird mit. Weil Barnabas erzählte, dass da die Seuche umhergeht in Kefalenia. Und da wollte ich doch eigentlich gerne mal ganz gucken, also mal vorbeischauen, ob es denen gut geht. Na komm, das machen wir jetzt einfach mal. Ist zwar ein langer Weg, aber den müsst ihr euch ja nicht antun, den tue ich mir an. Wir schauen einfach mal, ob wir da was tun können. Okay, Freunde, wir sind in Kefalenia angekommen. Und können wir jetzt hier was erfahren? Ich habe das Gefühl nicht, dass wir hier irgendwas aktuell machen können. Vielleicht müssen wir auch erstmal nach Focus zu Elpenor und vielleicht können wir dann erst hier rüber und diese Seuche betrachten. Weil momentan sieht es nicht so aus, als könnte ich hier irgendwas machen. Aber die sitzen da schon mal, als hätten die Schmerzen, oder? Was geht hier ab? Die sind alle am Keuchen. Oh, da ist schon jemand gestorben. Oh doch, also die Folgen von der Seuche kann man schon mal erkennen. Wer ist er denn? Na du Sack. Na egal. Ich denke mal, wir müssen später nochmal hierher kommen. Aktuell kann ich da, glaube ich, nichts anfangen mit. Aber man sieht auf jeden Fall schon mal, dass die Seuche da ist und auch schon Opfer gefordert hat. Aber nun gut, dann fahren wir erstmal mit unserem Schiff nach Focus. Ist wieder der halbe Weg zurück ungefähr. Die singen hier ganz schön. Das finde ich so mega gut gemacht. Ach, hier ist Odessa. Kann ich mit dir reden, Odessa? Nee. Nun gut, dann geht es wieder auf die Meere raus. Ab nach Focus. Was für ein Wetter, Leute. Hier ist gerade der richtige Sturm ausgebrochen. Holy shit. Aber jetzt sind da. Kirha. Neuer Ort entdeckt. Ich glaube, hier müssen wir aber hin, ne? Das ist schon richtig. Wisst ihr, was ich richtig, richtig krass finde? Wir haben hier so eine riesige Spielwelt. So viele Inseln, die alle frei begehbar sind, jederzeit. Jede Quadratzentimeter können wir hier inspizieren. Man kann auf dem Schiff fahren, man kann tauchen, alles in super Grafik und es gibt nicht einmal eine Ladezeit. Es ist alles, es ist einfach so übel. Da kann man wirklich sehr, sehr froh sein, dass man heutzutage solche. Vater hat mir früher von Kira und den Heiligen Kriegen erzählt. Ich frage mich, ob sie hier war. Da kann man echt froh sein, dass man solch tolle Spiele spielen darf. Und eigentlich ist es dann dafür der Preis auch gerechtfertigt, finde ich. Für so eine. Ja, Meisterleistung. Ist schon echt gut. Okay, da drüben ist die Mission. Mal schauen, was der Elpenor sagt, wenn er erfährt, dass wir den gar nicht umgebracht haben. Ich frage mich, ob wir denn die Wahrheit sagen können oder ob er von vornherein ihn anlügt. Wir werden sehen. Hä? Was ist dein Problem? Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Das Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keinen Söldner. Hä? Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter.
Ich bin ein Gott. Wohl kaum. Wenn man was erledigt haben will, muss man es selbst tun. Da hast du recht. Man kann Göttern und ihren Dienern nicht trauen. Also, wer bist du? Ich bin Gelon von der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Nö, ehrlich gesagt nicht. Pass auf, was du sagst. Es war nur eine Frage. Es war nur eine Frage. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, es ist nicht deine Schuld. Nach dem Geschäft mit dem Orakel wollte ich mein Schiff und meine Mannschaft hier treffen. Das war gestern und sie sind nirgends zu sehen. Oh nein. Wo ist sie denn? Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Stimmt. Also gut, ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und, wir helfen sozusagen. Oh, die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Okay, in Ordnung. Ich finde heraus, was geschehen ist und bringe sie her. Beschreib mir Giki. Beschreib mir Giki. Sie ist wunderschön. Daran besteht kein Zweifel. Küsst wie der Sommer. Schon vom ersten Moment an war es um mich geschehen. Achso, ich muss also probieren. Ja. Ja, gut, gut. Sie hat rabenschwarzes Haar und ein teures Armband, das ich ihr gab. Sie legt es unter keinen Umständen ab. Alles klar. Ich finde sie. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück. Aber es war nicht die Hauptmission. Ich dachte, das wäre die Hauptquest mit Elpenor. Aber anscheinend war das was anderes. Wo ist denn Elpenor, der alte Hund? Ach, hier hinten, oder was? Ja, sorry, Leute. Ich dachte, der wäre hier vorne, aber... Na, egal. Die Quest mit der, die machen wir danach. Aber die hört sich auch gut an. So, Haus des Anführers. Hier ist Elpenor. Okay. Wo bist du denn? Da ist er. Ah, Söldner. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Okay, also lügen wir und können es selber nicht entscheiden. Der volle Lohn, wie versprochen. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach komm, Alexios. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Warum wolltest du Nikolaus tot sehen? Ja. Warum hast du mich geschickt, um Nikolaus zu töten? Weil ich wusste, dass du es kannst. Oh, warum ihn? Weil er genial war. Er hätte Athen in einem Monat oder zwei erobert. Und Stentor verfügt nicht über die Gerissenheit des Wolfs. Du wolltest Athen retten? In einem schnellen Krieg ist kein Geld zu machen. Ich weiß, Arschloch. Es ist etwas viel auf einmal. Komm. Der Typ ist mir nicht geheuer. Der Sag mir, Söldner, sehr geheimnisvoll. Hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Meine Mutter ist noch am Leben. Soll ich ihm das sagen? Nicht, dass er unsere Mutter dann, irgendwie gekidnappt wird oder so von ihm. Ach, keine Ahnung. Er sprach von meinem leiblichen Vater und dass er vielleicht noch lebt. Nicht mehr lange, wenn alles nach Plan verläuft. Wie? Was heißt das? Natürlich, dass du mir seinen Kopf bringen wirst. Bist du völlig durchgedreht? Du hast den Mann, der dich großgezogen hat, für Geld getötet. Da nahm ich an, dass du wie ich deine Familie tot sehen willst. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Oh, oh. Sehr enttäuschend. Ja, Elpenor, du alter Hund. Gut, dass ich ihm das nicht gesagt habe mit der Mutter. Ich glaube, das ist besser. Nicht, dass der die dann irgendwie gefangen nimmt und wir die noch retten müssen oder so. Aus seinen Fängen. Man weiß ja nie. Deswegen habe ich das nur über den Vater gesagt. Aber wahrscheinlich weiß er auch, wo unsere Mutter ist. Könnte ich mir vorstellen, wenn er das wusste mit unserem Vater. Aua, Junge. Was sind das für zwei Halunken hier? Die Drecksäcke. Der eine ist schon mal down. Oh, Dreckschild. Okay, die Schlangen mal zweimal bei dem normalen Angriff. Und rein da. Und jawoll.
Nochmal ein Tritt ins Gesicht und dann was? Das auch mit dem. Er kugelt sich einfach weg. Na komm. Ja, ja, das halte ich nicht durch, genau. Alpeno hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Ich wusste es. Dieser Alpeno, der kam mir von Anfang an irgendwie komisch vor. Ein Brief an Alpeno. Oh, Phoebe. Du hast ihn direkt zu mir geführt. Und ich bin verdammt froh, dass wir unseren Vater nicht umgebracht haben, um ihn, ja, Genüge zu tun. Da bin ich im Nachhinein echt wirklich sehr froh drüber. Elpenors Nachricht. Elpenor, der Söldner hat eine Freundin, ein kleines Mädchen. Ich habe ihren Spielzeugadler für dich gestohlen. Gib ihn zurück, dann sagt sie dir alles, was du wissen willst. Unterzeichnet Kretos. Ja, haben sie das kleine Kind manipuliert. Alpenor sucht nach einer Frau. Ich frage mich, auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Papyrus an Alpenor. Alpenor, bezüglich deiner Suche nach dieser Frau. Wenn jemand weiß, wo sie sich aufhält, dann am ehesten die verrückte Priesterin am Heiligtum des Aklepios. Ich würde selbst dorthin gehen, aber sie macht mir Angst. Deine ergebene Antonide. Könnte sein, dass das unsere Mutter ist, die gesucht wird. Aber keine Ahnung. Ein Ladungsverzeichnis. Elpenor hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen, aber sie waren nichts im Vergleich zu Alpenor. Ich werde jeden Stein umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Das verspreche ich. Das ist ein richtiger Penor, dieser Alpenor. Den werden wir noch zur Strecke bringen, auf jeden Fall. Der wird dafür büßen. Stufe 12. Ein neuer Fertigkeitspunkt. Gut, gut. Das war ja seine Leibwache, denke ich mal, die beiden Herrschaften. Ja. Unser Vater hat uns noch gewarnt vor 2-3 Folgen. Ne, vor 2 Folgen war das, ne? Ne, letzte Folge war das doch. Genau. Sorry, Leute. Ja, da hat uns noch gewarnt vor Schlangen im Gras. Und so langsam werden wir diese Schlangen im Gras vernichten. Hoffentlich. Aber coole Geschichte bisher, meine ich. Also ist interessant irgendwie. Was können wir denn hier machen? Haus des Anführers, da waren wir ja gerade. Arbeitsunfall, Feier. Was? Feierversorgung? Wir könnten ja die Quest machen mit der Frau, die wir eben da begonnen haben. Oder wir machen die Hauptquest weiter. Genau hier. Alpenor ist immer noch in Fokus. Oder? Einen Geist befragen. Sprich mit dem Orakel von Delphi. Nee, wir wollen nicht nach Delphi. Wir wollen erstmal hier mit Alpenor weitermachen. Aber wo muss ich da hin? Alpenor ist immer noch in Fokus. Finde Alpenor. Aber wie? Ich habe gar keinen Anhaltspunkt. Okay, Leute. Ich bin beim Haus des Anführers. Also von Alpenor gehe ich von aus. Hier sind auf jeden Fall ein paar Gegner, die werden wir erstmal besiegen. Und dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Komm her. Oh, zwei schwere Leute. Oh nein. Die brauche ich schon mal gar nicht. Nee. Weg hier. Oh, Junge, ich wollte doch hier durch die Tür durch. Oh, der eine ist auch noch ein Elite-Gegner. Ah, klasse. Wow, ja genau, Alter. Ich verpiss mich. Tschüss. Angriff! Hier, du kleiner Pupsi. Dich mach ich erstmal fertig. Und nochmal einen Tritt hinterher, dann war's das mit dem schon mal. So, genau die beiden Fettklöpse. Dann komm her. Jawohl! Geblockt, du alter Sack! Sehr gut, die kassieren richtig. Ja, jawohl, Alter. Aua. Nein. Ich muss mich healen. Wow. Da kommt noch einer. Jetzt habe ich 3 Gegner am Hals. 4. So wie es aussieht. Jo, alles klar. Und alles. Der auch noch Elite-Gegner. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Du Arschi. Wie soll ich das überleben gegen 4 Gegner? Und davon sind 2 Elite-Gegner. 5. Ah ne, das ist der andere. Doch, 5. Jetzt habe ich 5 an der Backe.
Okay, Leute, mir ist klar, dass das, glaube ich, ein Fehler war, einfach so hierher zu gehen. Das ist ja der Anführer dieser Gegend von Focus. Und wir hätten vorher eventuell erstmal die Gegend schwächen müssen, also die Startstärke, damit hier nicht so viele Leute sind. Das wird daran liegen, ich bin tot. Okay. Okay, Leute, da bin ich wieder. Und momentan haben wir ja die Mission, finde Elpenor. Dabei steht, Elpenor ist immer noch in Focus. Aber ich habe keinerlei Hinweise, wo. Ich bin da momentan gerade ein bisschen überfragt. Das ist voll blöd. Ich weiß nicht, wo man suchen soll nach dem Kerle. Hier ist der Anführer der Region. Den werde ich jetzt einfach mal besiegen. Und dann gucken wir mal weiter. Ist anscheinend ein Athener. Ich hoffe, der ist alleine hier oben in seinem Reich. Mal schauen, ob wir den bekommen. Aber wenn der alleine hier ist, auf jeden Fall ein 12er Elite-Gegner, der ist doch kein Problem für uns. Na, du siehst deinen Tod gleich kommen. Oh, der ist ja gleich down, wenn ich den attackiere. Ja, Zeit zu sterben für dich. Dikaios. Ne, Dikaios. Hey. Wer ist der Investor? Du bist ein Geschäftsmann, du widerst mich an. Was macht der da für ein Yoga-Move? Oh, nein, nicht abschießen. Ich hasse Bogenschützen. Können sich immer nur verpissen. Komm schon. Okay, das war's schon mit dem. Dikaios ist hinüber. Spurenlesermantel. Drachmen, Obsidian. Alles gern gesehen. Was ist das denn? Alter Schwede. Coole Statue. Erstmal alles klauen. Jawohl. Aber wo ist dieser blöde Elpenor-Hund? Wo ist der? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten ja mal den Aussichtspunkt freischalten. Vielleicht bringt das uns was. Irgendwie. Ja gut, hier ist der Aussichtspunkt. Den schalten wir frei. Wundervoll. Absolut wundervoll. Okay. Schnellreiser. Oh. Freigeschaltet. Okay. Wo soll ich nach diesem blöden Depp suchen? Verdammt doch mal. Der muss doch sich irgendwo rumtreiben. Der muss sich doch hier irgendwo rumtreiben, Leute. Was ist das? Achso, von Delphi, ja. Das machen wir noch. Oder müssen wir das tun? Komm, wir sprechen mal mit dem Delfin-Orakel. Vielleicht bringt uns das irgendwie weiter in Sachen Elpenor. Das Heiligtum von Delphi. Die Götter selbst wachen über dieses Land. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Boah, Alter, guckt euch mal die Statuen an. Holy moly. Sehr imposant. So, wir sprechen mal mit dem Orakel von Delphi. Mal gucken, was die so zu sagen hat und ob wir dadurch irgendwie weiterkommen im Sachen Elpenor. Oder ob wir Elpenor einfach, ja, so suchen müssen. Mal gucken. Das sehen wir gleich, Leute. Ach, da ist Barnabas. Alexios, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Ist sie das? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Erst denken, dann reden. Ja. Ich würde mich über ein bisschen mehr Verschwiegenheit freuen. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch... Nicht klauen, du Hund. Wie?
Bleib zurück. Wer bist du wirklich? Du erkennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Herodotus. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen, eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Okay. Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, diesen Krieg zu beenden. Sie sagte, der Frühling sollte sich nicht den Winter wünschen, weil er seinen Tod bedeutet. Welch Weisheit! Ich verstehe kein Wort davon. Aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen. Ja, einfach irgendwelche Floskeln von sich geben und dann ist man das Orakel, natürlich. Du hast so lange auf Kephallenia gelebt. Okay. Delphi ist nicht annähernd so, wie es alle beschreiben. Ist das schon immer so gewesen? Nein. Es war einst ein offener, gastfreundlicher Ort. Aber der Krieg ändert alles. Jetzt suchen die Menschen die Pythia aus politischen Gründen auf. Prophezeiungen in Kriegszeiten treiben die Gemüter zur Gewalt. Du solltest deine Klingen besser verdeckt lassen. Blutvergießen wird in Delphi als Beleidigung Apollons verstanden. Die Strafe dafür wiegt schwer. Na schön. Okay. Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein. Das wollte ich nicht. Ja, ist gut. Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, welcher Kenner. Das war aus Versehen. Sorry, Leute. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen, aber diese Schlange. Ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Hä? Was ist denn jetzt mit ihm los? Toll, wie ich ihn beschrieben habe? Okay, sprich mit dem Orakel von Delphi. Ja, gut. Bist du das Delphin-Orakel oder was? Ich will die Pythia sehen. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich wie jemand aus, der sich hinten anstellt? Danke. Oh Mann, der hat so viel Weihrauch eingeatmet. Tritt ein in das Licht des Apollon. In das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterblicher. Denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchender. Wo ist meine Mutter? Wo ist mein Vater? Was fragen wir? Da der Elpenor hinter meinem Vater her ist... Ah, komm, wir müssen Mutter fragen. Als ich jung war, verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es, aus den Visionen, das Kind auf dem Berg. Ja, das bin ich. Du musst gehen, sofort. Weil? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass sich der Blick des Priesters auf Kausos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Genau. Wie? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte. Der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen.
Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen. Die Prophezeiung ist dein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Die Pythia ist fertig für okay. heute. Ich gehe nicht ohne Antwort. Der Kult des Kosmos. Die Templer. Herodotos, du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin. Was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Vor dem Kult. Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Psst. Ich weiß was. Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia schien Angst vor ihnen zu haben. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert... Das sind erschütternde Neuigkeiten. Allerdings. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Wir können die Wache noch einfach ausschalten. Das geht doch. Das ist doch kein Problem. Wo kann ich sie finden? Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Ah, danke. Vielen Dank. Ich gehe sie suchen. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt und meine Antworten bekommen. Alexios, vergiss eins nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. Kein Ding, Mann. Ich weiß Bescheid. Wir schaffen das, Leute. Und wir werden das in der nächsten Folge angehen. Aber die Geschichte nimmt langsam Fahrt auf. Wird immer interessanter von Folge zu Folge. Finde ich sehr cool. Und ich bedanke mich damit fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis dann.